So, ich bin wieder hier in meiner Werkstatt und ich habe jetzt hier ein Getriebeteil. Das ist defekt, das hat der Kunde uns zugeschickt. Er hat das hier schon abgebaut und was man hier also sieht, ist, dass hier das alles sehr verschlissen ist. Und wir gehen jetzt einfach bei und nehmen unsere Reparaturstangen und setzen die dazwischen. Das machen wir also wie folgt. Wir nehmen hier unsere Reparaturstange und die wird dann hier drauf gelegt, dementsprechend abgelenkt und dann wird die dazwischen gesetzt. Danach kann man ganz normal das einfache Getriebe, was wir hier haben von Segenia, kann man denn da wieder anschließen und das Teil ist in Ordnung. Jetzt könnte man sagen, okay, ich kann eine neue besorgen, aber bei dieser ist das so, die gibt es nicht mehr. Und der Tischler wollte da alles umbauen. Das hat also, wer weiß, was an Geld gekostet. Und um das ganz einfach zu lösen, ist das, da haben wir eben halt unsere Reparaturstange, die man da einfach draufsetzt. Und jetzt baut man die da einfach zwischen. Und schon kann man ein neues Getriebeteil anbauen, was dazu passt. Und der Kunde kann das wieder einbauen. Und es kostet also erheblich weniger, als wenn man das neu machen würde und würde alles umrüsten. Da können Sie uns das einfach zuschicken, wir machen Ihnen das fertig. Oder wir schicken Ihnen halt dieses Reparaturset dazu für zu. Und dann können Sie sich das auch selber machen. Das ist also gar nicht schwer. Man setzt das einfach rein und somit kann man praktisch das neue Segenia-Getriebe gegen das alte tauschen. Und man hat wieder sicherlich 20 Jahre Ruhe. So, das mache ich jetzt und dann zeige ich gleich mal, wie das aussieht und dass es auch funktioniert. So, das neue Verschlussteil ist jetzt, die neue Stange ist jetzt hier zwischengesetzt. Dieses hier war die alte. Und da kann man nochmal ganz genau sehen, dass das hier verschlissen ist. Wir haben da jetzt die neue reingesetzt. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Getriebeteil nehmen. Da einmal reinsetzen. Darauf achten, dass alles in der Mitte ist. Normalerweise ist hier ein Dorn noch drin. Bloß der ist jetzt raus. Also müssen wir das ein bisschen hier vermitteln. Das sieht dann so aus. Dann kommt das andere Teil da drauf. Dann kommen die kleine Schrauben da rein. Und schon ist das wieder heile. Also dieses Verschlussstück hier, die ganze Schiene, die ist also so nicht mehr zu bekommen von Segenia. Das ist ein älteres Modell. Und wir könnten das jetzt alles ausbauen oder umbauen. Das ist aber alles so aufwendig. Und dann nehmen wir einfach unser Reparaturset dazu. Das wäre dann einmal die Stange, die wir jetzt hier neu reingesetzt haben. Ja, und jetzt läuft das auch alles wieder. Kann man das sehen? Jetzt also einmal das Reparaturset. Das ist wie gesagt die Stange und eben halt das Getriebeteil hier. Und dann kann man das selber wieder zusammenbauen. So sieht das denn jetzt von vorne aus. Und hier unser Bolzenverschluss. Und das ist ja, wie gesagt, die ganze Stange mit dieser Mechanik da unten dran. Und die ist ja jetzt bei Segenia ja anders. Und daher müsste das alles komplett umgebaut werden, aber in diesem Fall ja nicht. Wenn Sie sowas haben, schicken Sie uns das her oder fragen Sie nach diesem Set, Reparaturset. Das können Sie dann erwerben und dann können Sie das nach unserer Anleitung selbstständig einbauen oder einbauen lassen, je nachdem. Und dann können Sie das wieder benutzen, ohne dass groß was umgebaut werden muss. Der Arbeitsaufwand hierfür, um das zu machen, beträgt ungefähr 20 Minuten. Und dann ist Ihre Balkontür fertig, ohne großen Aufwand. Das geht also ziemlich schnell. Wie gesagt, wenn Sie sowas haben, schicken Sie uns das rüber. Wir machen Ihnen das sonst gerne fertig.